Oh, wir haben auch hier den Lambo, den neuen, ne? Der nagelneue Lambo, Alter. Geil, Alter. Barbarisch. Wild. Das sieht echt krank aus. Aber warum ist der lila? Ist auch eine schöne Farbe, das stimmt. Aber ich dachte nur, bei Theo wäre der lila gewesen. Wegen Twitch. Ah, okay. Auf Leo, auf Jubiläum angelehnt. Vorher hat er rot rausgebracht, jetzt auch der hier Dings hier, macht er mit lila eine Fahrzeuge. Gucken, wie der von innen aussieht. Wow. Wann ist dieser Lambo rausgekommen? Der ist schon alt, ne? Der sieht doch schon ein bisschen so. Der ist auch schon ein bisschen älter, ne? Wie lange gibt's den schon? 2004, 5 war, okay. Guck mal, die fahren hier alle in lila rum. Hallo! Wir müssen die Polizei rufen. Nein, er ist auf besetzt, Bro. Ey, das kann doch nicht sein, Mann. Wow. Mach das ab, Kollege. Wir klären was, Kollege. Fahr hier weg. Guten Abend, Olege, mein Name. Ich verfolge hier gerade einen schwarzen Primo, der hat jemanden überfallen. Jemanden also mitgenommen. Ja? Wo befinden Sie sich? Wir haben den entführt. Ich bin jetzt an der 68 am Hafen. Wir fahren gerade Richtung runter. Ich kann Ihnen gleich ein Dispatch schicken. Ich bin gerade hinterher mit meinem Auto. Ja? Ja, ein schwarzer Primo, oder? Genau, schwarzer Primo im Matt Schwarz. Ich versuche ihn jetzt, nah ranzufahren, um ihm das Kennzeichen durchzugeben. Alles klar? Ich sende den Namen. Ja, so eine Einheit dann bitte Richtung südlich der 68. Dort befindet sich ein matt schwarzer Primo. Der soll angeblich jemanden entführt haben. Bitte ein bis zwei Einheiten anfangen. Wir befinden uns gerade in der Nähe von der Grove Street. Hallo? Ja, ich bin noch dran. Okay, wir sind jetzt an der Grove Street. Ich verfolge ihn mit einem lilanen Musielago. Ich sitze in dem lilanen Musielago. Ich verfolge ihn gerade. Den schwarzen Primo. Er wird von einem lilanen Musielago verfolgt. Nein, ich verfolge. Ich bin der Verfolger der Musielago. Ich sitze gerade. Ja, ich weiß. Oh, jetzt schießen die. Jetzt wollen die aussteigen. Was willst du? Hallo, Jungs. Was ist denn? Was willst du? Leon? Leon! Wie geht's dir? Nicke Neon, verpiss dich. Ach so, du bist das gar nicht. Steig aus. Was denn? Was denn? Ja, okay, was ist denn los, Jungs? Leon, ja. Warte mal ganz kurz, Leon. Leg mal auf jetzt hier. Ja, ich muss auflegen, Leon. Ich muss auflegen. Ich hab dir dein Leben gesagt. Hallo, du Kollege. Hallo, was ist denn das? Entspannt euch doch mal. Was wollt ihr mich verarschen? Wieso folgst du uns? Lass mal irgendwo hinfahren. Was machst du da? Wieso folgst du uns? Wieso folgst du uns? Nimm mich mal runter hier, was machst du da, Moro? Wieso folgst du uns mit deinem Lamborghini? Ich dachte, du bist Leon. Hör mal zu. Ich bin nicht Leon. Lass mich frei. Ich hab Maske an, du kannst gar nicht wissen, ob ich bin Leon. Hör mal zu, willst du aus dem Casino? Lass mich frei. Hallo. Das ist Casino. Im Auto. Seid ruhig oder wir klären euch ab. Ich hab dir gesagt, wenn ich nicht barfuß ins Casino reinkomme, wird dir was passieren. Kannst du dich erinnern? Du halt's mal, du bist auch ein Geisel. Ich bin kein Geisel, ich sitz vorne, Bruder. Ich glaub, hinten sitzt ja, wenn ich will. Ich steige aus und dann du bist dort. Boah, Digga, keine Ahnung, wie ich das erklären soll. Die dürfen mich nicht in diese Animation ins Fahrzeug setzen, glaube ich, ne? Wer ein Wort sagt, ist tot der Mann. Also die hätten mich normal mitnehmen können, aber das halt. Weil das halt so Bug-Using, weil die jetzt einen Platz mehr haben. Ich weiß aber nicht, wie ich denn das schreiben soll. Kurz. Jungs, setz mich doch auf ein normales Sitzplatz. Halt's Maul! Warum? Ja, weil ich's besser. Halt's Maul. Setz mich auf ein. Halt dein Maul. Du stirbst gleich, wenn du so weitermachst. Hallo. Du am meisten. Bitte. Warum verfolgst du uns überhaupt? Warum verfolgst du uns? Wer bist du? Wer ist Leon? Kennen keine Leon. Wer ist Leon? Jungs. Leon ist schwul, ist er sagt. Jungs, bitte. Was willst du? Was willst du? Fahren wir noch weit? Du darfst reden, fette Sack hinten. Fahren wir noch weit, Jungs? Ja, wir fahren weit. Ey, ich dachte, ich bin hier der Geiselnehmer. Du bist ja nix. Du bist toter Mann, wenn du willst, aber nix ist Geiselnehmer. So. Bleib mal stehen jetzt hier und lass den Mann mal ordentlich hinsetzen. Wenn du noch einmal zu mir sagst, bleib stehen und ich f*** dich, da hast du verstanden, du geil. Dann gibst du dir Anweisungen, du f***. Will keine Anweisungen. Dann nimm du! Und dann wird Scheiß nochmal abgehellert, okay, dann mach, lass ihn, wenn du Eier hast, machst du genauso weiter, mach weiter, nein, lass ihn, mach weiter, wenn du ein Mann bist, ein Löwe, dann machst du genauso weiter jetzt. Versprichst du Löwe, dass du mit mir sprichst? Komm, du bist ein Löwe, der Fahrer, du bist ein Löwe, wenn du weitermachst, du bist eierlos, wenn du das jetzt nicht mehr, du bist gar nichts, du bist ein Zehner. Okay, bleib stehen. Lass ihn, er ist Löwe geworden, du bist Mann geworden, lass ihn. Ach, hallo Herr Polizist, ich grüße Sie, gut, dass Sie... Alex, fahr rechts dran.
Kennzeichen. Nein, nein, Alex, mach weiter. Du bist ein Mann geworden. Du bist Löwe geworden jetzt. Du. So, ich hab aufgelegt. Ich hab aufgelegt. Wo kennst du denn ab? Wo kennst du denn ab? Ich knall ihn doch nicht ab, bitte. Was machst du? Das Maul. Du bist schuld, dass er gestorben ist. Ich hoffe, du hast ihn am Gewissen. Steig aus, du. Steig sofort aus. Ich bin so einsam, dass er seine Pistole auf sein Handy. Warte bitte. So. Tu mir bitte nicht weh. Deine Fresse. Ich flehe dich an. Ich muss im Flieger, ich bitte. Ich versteh's nicht. Du kriegst alles von mir, was schreib seinen Namen. Dein Maul. Achidel. Achidel. Halt dein Maul. Könnt dein mehr? Handy. Dein nein, Handy nehme ich. Lass mir das Handy bitte, dass ich will. Halt deine Schnauze, du hast die Schnauze verstanden. Du hast die Schnauze, hast du es verstanden. Du hast gar nichts, Kollege. Du kannst froh sein. Leute, alles gut. Entspannt euch, Support kümmert sich schon drum. Zu den Sucht am Bord. Sind Losties, aber oh mein Gott. Alle beide steigt ein, alle beide. Klar. Das Ding ist, die haben jetzt OCB wegen mir. Der eine fuckt den anderen jetzt ab im Discord. Der Bruder, spiel alleine, RP nichts. Mawala, Bruder, du Heuchler. Ich geh lieber mit den Jungs raus, f*** dich einfach, Bruder. Hey, Blake, die haben gerade richtig Beef auf WhatsApp. So, ich hoffe, dieser Casino-Mitarbeiter, Besitzer, was auch immer ist, dieser Hurensohn, ich hoffe, er merkt, wer wir sind. Ja, okay, ich weiß, wer ihr merkst seid. Merkst du, wir sind Alex-Gang. Alex-Gang. Wir sind Alex-Gang. Wir sind Alex-Gang. So. Dafür, dass du uns am Bild Bruder, ich block dich gleich, Walla, mach Spiel RP jetzt, Bruder. Hast. Du hast uns gefickt, wegen dir können wir wieder einen neuen Server suchen. Ob du Schrift geschickt hast? Nein, hab ich nicht. Natürlich, wer war das? Warum greifen die mich an? Warum schlagen die mich, greifen die mich an? Darf sag mir. Auch, darf ich was sagen? Guck mal, ich stand vorm Hoteleingang. Ich wollte deine Fresse, du so. Du bist nicht bei mir, du bist nicht. Ach, ich kann doch nicht was mit euch. Deine Fresse, du. Ich weiß auch gar nicht, wen er spielt. Was spielt er denn? Spielt er einen Russen? Spielt er einen Franzosen? Was war das gerade? Halt deine Fresse, du. Wir geben dir eine Chance. Was, wieso drehst du diese Auto? Oh mein Gott, was ist das? Du bist so eine, sie sagt. Was machen die denn da, Bruder? Töbe, töbe. Allahu Akbar. Steig aus. Der fängt an zu beten, weil er gleich durchdreht, OC. Der dreht gleich OC durch. Kommst du hier? Okay, hast du mich verstanden? Wir machen jetzt einen Deal. Oder was für Deal? Du hast alles gefickt. Geh mal nach Hause. Du rennst bis zu dieser Garage bei GPS, wo du siehst rechts von uns. Warte. Und siehst du bei GPS? Da ganz hinten? Ja, bei 28, Postleitzahl 28. Das schaff ich nicht. Halt dein Maul. Das schaff ich nicht. Och Mann. Halt deine Fresse. Ja. Ehrlich jetzt, Jonas? Nee, mach ich nicht. Wir werden da MD nein. hinschicken. Wir werden nein. da hinschicken, ja, Polizei und alles. Ja, nein, kein Bock mehr. Halt deine Fresse, willst du sterben? Mann, du lässt mich noch nicht mal ausreden. Weißt du, was ich meine? Deine Fresse, weil bist du das? Der ist auch schon OC getriggert. Ja, ich will jetzt nur die Situation erklären, du lässt mich noch nicht. Ja, okay, erkläre jetzt. Der hat gar keinen Bock mehr, Bruder. Okay, ich stand vorm Hotel, vorm Eingang. Ich wollte reingehen. Oha, das sieht voll schön aus gerade. Deine Fresse. Kleine Sack. Wenn du nur einmal bewegst, ich schiebe dir diese deine Stock in deine Ascheloch. Hast du mich verstanden? Okay. Ja, ich hab mich bewegt. Kleine Sack. Blatt, was ist mit meinem Kollegen? Ich würde sagen, wir spulen echt mal einfach gib zurück. Gib mir doch einfach ein scheiß Handy und haut ab, Jungs. Soll ich dir Penis geben? Ja, warte. Oh. Verstehe ich tatsächlich so. Ja, warte. Du siehst mir auch so aus. Komm mal her, was hältst du denn davon? Ist die drei Haare zieh dich auf, an, hey, zieh dich was an. Was ist denn jetzt? Hallo. Alles hallo. Anziehen, was du willst. Hallo, was ist denn hier? Zieh von mir aus auch deine Mutter also, Kopftuch an. Hallo, bist hallo, du dir hallo, sicher? Spaß. Also hast du hast jetzt die Chance. Zieh dich an, du kleine Homo. Oh. Grüße an Ben East. Was hat er gesagt? Okay, ich soundmute mich. Wir distanzieren uns natürlich von solchen Wörtern. Wir distanzieren uns davon. Egal, der kriegt eh gleich seinen Bann hier auf dem Server so. Ja, er benutzt das halt in so einem beleidigen Dings. Das, wir distanzieren uns von so Wörtern. Geht nicht fit. Aber der ist jetzt eh weg. Ich habe mich auch jetzt gesoundmutet. Ach, der ist schon weg. Der ist schon gemutet. Beleb mich einfach wieder, Michi, oder so. Ich mach das hier schon weiter mit dem. So, ich hab mal guckt, aber. Na. Ja, der, hat, auch der hat schon vorher die ganze Zeit Fail-AP gemacht. Jetzt droppt er noch sowas. Kannst drauf knicken. Ist auf Scheißen. Kannst du wirklich. Oh. Kannst du wirklich komplett knicken. Guten Abend. Gut? Hi. Ne? Show vorbei. Schnell, ne? Hier. Ja, oh, gut. Entschuldigung. Gut, war jetzt nicht so. Nein, alles gut. Alles gut. Hier. Ich hab zwar kein Geld und jetzt fehlt mir wieder mein Handy. Warum, und haben, die dich jetzt, warum haben die dich jetzt hingenommen? Ja, ich werde mal gucken. Ne? Ich glaube, da müssen wir dann nochmal per E-Mail sprechen oder irgendwie sowas, weil bin ich vom Hotel geboxt worden und niedergeschossen worden von denen schon. Ohne Grund, so. Weißt du, es wurde dunkel, es sollte, glaube ich, Sonnenwende sein oder die Sonne ging unter und dann wollte ich halt mein Abendessen einnehmen irgendwie. Ne, weil du kriegst ja im Hotel immer schön lecker gematschte Kartoffeln und Möhren und so.
Ja, und dann meinten sie irgendwie mich zu boxen und dann auch nicht, mich auch noch wegzuschießen. Ja, scheißen wir auf die, wir gehen jetzt hier, wir gucken mal, was jetzt hier passiert, ja? Mhm. Ich hab noch eine Frage, du bist doch der Casino-Besitzer, oder? Ja, ich bin der Casino-Besitzer. Ayo del Oreke gehus persönlich. Maschallah, ich küsse dein Herz, Bruder. Ja, richtig. Kannst du dich noch an mich erinnern von vor 2 Tagen? Ja, du bist doch hier Fredchen Freddy, oder nicht? Ja, genau, ich hab dir dein Leben gerettet. Ja, Freddy, ich danke dir, ne? Auch nochmal für die 2. Hallo, schönen guten Abend. Guten Abend. Einmal bitte zum Stadtpark. Ja? Genau, Taxi. Ja. So, ich zieh mir mal kurz Kopfhörer rein. Ich zieh mir kurz das neue Album von UFO 361. Ja, bis gleich. So, ich muss kurz, ich ruf kurz hier an. Guten Hunger, bist du am Essen? Was war los bei dir? Ach, nichts. Der hat da Fail gemacht, hat da auch nicht so tolle Sachen gedroppt. Ja, wer denn? Wir müssen so ein Dude halt hier. Ich weiß, der ist jetzt gebannt. Der war ja gekickt. Der wurde gekickt. Ja, du bist ja noch ein bisschen. Du bist ein bisschen zu spät mit deinem Pfannkuchen in der Hand. Pfannkuchen. Schmeckt gut, sei ehrlich. Der Pfannkuchen ist schon lange leer. Ich bin schon längst was Neues am Essen. Oha, Massephase oder was? Oi, du bist ein richtiger Wasch, bist du jetzt krank. Mutterphase, sag ich. Was isst du denn gerade? Was hast du dir geholt? Das war ein Pants and Company, das heißt. Ein Brötchen, cool. Mit Dings. Guten Hunger. Ja, halt der Maul. Ja, was bist du für ein Treuer, Alter? Red doch vernünftig. Ja, ich red doch vernünftig. Was willst du denn jetzt? Ist doch geklärt. Du kommst halt so 3 Jahre später so, komm, was ist passiert? Ich klär das dir an. Deine Jungs haben schon alles geklärt vor 2 Stunden. War schon alles geregelt. Du rufst mich jetzt an nach 2 Stunden. Ja, weil wir dann gegen weint. Die alle schrien gegen weint. Ja, ich hab geweint. Ich hab hier geraged. Ja, alles. Ich hab hier geschossen gegen Femi. Ich hab gesagt, was ist das für ein Scheiß hier? Nein. Die haben gesagt, nein, du hast geweint. Also geweint. So, Baby. Ja, genau so. krieg ich meine Sachen zurück, eigentlich? Also ich brauch die nicht jetzt, aber... Ja, kriegst du, aber also Erstattung machen wir mehr als einen Tag später, aber du kriegst jetzt trotzdem meinen Bann, weil es ist verboten, während man auf dem Server ist, in den Discord gerückt sein. Ist kein Problem. Leute, das war's heute mit dem Stream. Die RP-Polizei auf Immortal, ich wünsche dir viel Spaß. Ich würde auch wirklich sagen, wir machen wirklich die RP-Polizei hier, mit Hamudi und Ayo. Ja, dann alles klar. Bitte, lass doch mal machen. Der Server geht jetzt schon bruch, weil wir auf dem Server sind. Was für noch als RP-Polizei? Halt mal dein Maul. Bist du jetzt im Spiel oder nicht? Wir müssen kurz Scripted RP machen. Was ist denn jetzt heute Abend? Also wollen wir heute Abend die Bank machen? Bro, ich mache alles spontan im RP. Ich skripte das nicht so, da wo du herkommst. Du kennst es ja nicht anders. Du hast mir auf WhatsApp geschrieben. Du hast mir geschrieben, Bro, ich brauche Content heute Abend. Was können wir machen? Stimmt doch gar nicht. Ich sag zu dir, sollen wir die Bank machen? Und du sagst jetzt zu mir, Onstream, machst du mir Fitner. Du bist der größte Heuchler. So ein Lügner. Ah, jetzt bin ich der Lügner? Nee, pass mal auf. Hast du einen Beweis? Wir machen das jetzt ganz einfach. Wann bist du jetzt dann in Game gleich? Also. Das wirst du sehen. Ich snipe dich jetzt. Bis gleich. Ja, okay, mach Spaß. Bis gleich. So schlecht als Maul einfach wirklich.